Ja, als ich die Tage beim Rockoon im Livestream war, da hatte ich gesehen, Alden irgendeinen grünen, riesengroßen Gummifisch, irgendwas in der Art, soll da laufen. Heute haben wir ein schönes Turnier gemacht hier am Nordmeer auf Heringshai. Und auf Heringshai waren auf einmal in den Rekorden einige grünliche, große Gummifische. Naja, also getestet, probiert und zack, zack, zack waren die Heringshaie da. Das war ziemlich geil. Gucken wir mal kurz rein. Bis jetzt hier, 1:40 jetzt hier unterwegs. Seit 1:12 ein Heringshai, noch ein Heringshai, noch ein Heringshai und noch ein Heringshai. Und noch eine Königskrabbe auf dem gleichen Köder. Schon mal nicht so schlecht. Also, richtig schön auf Heringshai. Da kann doch gerne mal gleich ein dicker, fetter Brocken rein hier. 52 Gramm war jetzt gerade schon drauf. Der ließ sich recht entspannt hochziehen. Da konnte ich einfach auch die Bremse dicht machen hier. Und da war der Ausschlag maximal, ich würde sagen, so auf 40%. Und dann sagen wir vielleicht auf 50% rausgeballert. Aber so richtig viel Action hatte der noch nicht. Also der kann gerne auch hier auf so einem Setup in die 100 Kilo plus reingehen. Werde ich gerade noch so überleben. Mit ein bisschen Drill, mit ein bisschen Action, mit den ganzen Kopfschlägen macht der ja übelst Bock. Auch gerade der 50er. Innerhalb der letzten 5 Meter. Zack, zack, zack. Kopfschläge links, rechts, komplett am Eskalieren. Also auf den letzten Metern hatte der nochmal richtig Bock. Heringshai, übelst geil. Macht halt richtig Bock im Drill. Das ist einfach ein Fisch, der halt übelst Action macht. Ja, und das, da macht einfach der Drill Spaß. Also da muss man schon sagen, ja, einer der geilsten Fische für mich im Drill. Und dann auch noch nicht mal so riesig groß. Und fette Kohlen. Ich bin auch super gespannt, was da an Kohlen gleich bei rumkommt. Das ist doch schon mal richtig, richtig schmackhaft, was bisher reingegangen ist. Ich brauche nur noch 1400 und dann habe ich die 100.000 wieder voll. Das ist doch sehr, sehr angenehm. So kann das. Ich glaube, hier wird es gerade ein bisschen flacher. Ja, ein bisschen höher ziehen hier. So. Also, 41 Meter. Na, heißt 41 Meter Tiefe, schwer am Pilken. Da vorne sind schon die Berge von der Küste zu sehen. Na klar, wir sind also hier auf dem 41er, auf der 41er Sandbank unterwegs. Und da ballern die Haie rein. Hier werden auch immer mal wieder Grönlandhaie gefangen. Hier werden auch immer mal wieder die Riesenhaie werden hier gefangen. Also, ja, hier 41er bringt Hai. Mein letzter Hai, der Grönlandhai, der war am 120er. Der war auf dem 120er. Das war halt rein zufällig einfach ausgeworfen und im Absinken bei ungefähr 50 Meter Tiefe ballert das Ding rein. War natürlich auch nicht schlecht. Das Schöne ist, er ist gar nicht so wirklich weit runtergegangen mit 170 Kilo. Den konnte ich relativ schnell dann auch wieder ausbremsen und dann eben in den relativ monotonen Drill reingehen. Ne? Also das ging recht easy. Und jetzt hier muss ich gerade ein bisschen gucken. Die Drift geht gerade wieder in eine andere Richtung. So, jetzt hat man die Schnur wieder so ein bisschen mehr. Wenn die Schnur halt so komisch unterm Boot direkt ist, dann kommt man immer so ganz schwierig. Das fühlt sich immer so ein bisschen komisch dann auch an vom Pilken. So, ihr seht aber, frequenzmäßig, ne? Also hier ballern die Dinger natürlich nicht im Minutentakt rein, sondern weil man hier ja mit einem großen Köder unterwegs ist, muss man hier natürlich auch ein bisschen warten und ein bisschen länger pilken. Wenn aber dann dafür solche Brocken hier reingehen, ist mir das doch komplett wurscht. Ich nehme doch auch gerne noch die Heringshai Trophy mit 150 Kilo. Kriege ich gerade noch rausgezogen, bin ich mir sehr sicher. Also, das wär's absolut.
Und was ich mir die ganze Zeit schon denke, wo ich hier zu Gange bin, ob ich nicht größere Haken drauf machen soll. Sollen wir gleich mal gucken? Komm, ich würde sagen, wir gucken gleich mal. Irgendwie bin ich mit der Drift auch so unsicher. Wissen wir, weißt du, wisst ihr was? Ich fahre mal in die Mitte, also genau auf die 41 gleich. Schön mittig drauf. Ja. Und dann gehen wir hier nochmal schön in das Pilken. Und jetzt pilke ich hier einfach nochmal langsam. Und kurbel immer ein bisschen hoch. Zack, zack. Zack, zack. Und immer weiter hoch. Vielleicht ballert ja noch was auf halber Höhe rein. So, immer noch schön reinpilken. Vielleicht geht ja noch was rein in einer anderen Tiefe. Denn jetzt gerade so knapp über dem Grund hier an der Seite war leider nichts. Und dann gucken wir jetzt als erstes, also wir nehmen den Köder mal auseinander. Wir gucken mal, welche Hakengrößen da drauf sind, was das für ein Köder ist, wie das Setup natürlich aussieht. Ja, Position 41er haben wir natürlich jetzt schon gesehen. Und dann gucken wir auf jeden Fall noch rein, was der Kescher denn so an Silber bringt. Da muss ja ein bisschen was bei rumkommen. Das hatte ich ja auch noch nie, so viele Heringshaie nacheinander. So, als erstes Köder ab. Und wir gucken rein hier nach den Kunstködern. Wie heißen die? Irgendwas mit Fisk. Wo sind sie? Riesengummifische. Da sind die und da ist er schon. So, und es war 25. Ne, Ette hier war es. 25, 300. Kann man auch den 600er? Ich kann auch hier den 600er, der war es. So, Ette war es. Also, wir haben 6-0er Haken drauf. Das sind die Original-Standard-Dinger. Heute noch im Stream drüber gesprochen. Die verwende ich gerade für meine Jerkbait-Köder. Also, runter mit den kleinen Dingern. Wir wollen hier richtige Haken. Das heißt, ich mache hier 8-0er oder 10-0er sogar drauf. Der God of Drunken hatte jetzt zuletzt immer die 10-0er sogar. Gucken wir mal, 8-0er ist natürlich auch schon gigantisch, ne? 10-0er? Jo! Bisschen übertrieben. Aber vielleicht geht die Trophy drauf. Ja, Mann! Komplett übertrieben. Aber so machen wir das. 10-0er. Und dann gehen wir hier auf den Hashtag 14. Das ist er. 612 Gramm. So moke wie dat. So, jetzt bretter ich nochmal eben hier schön auf die 41. Übrigens, der letzte, der war gar nicht genau auf der 41. Der letzte, der reinging, da war ich ungefähr hier in der Area. Also, hier ging der letzte jetzt gerade rein. Aber, so, raus. Puh. Alter, wenn man nicht bremst, ne? Ich fahre hier immer noch mit einem Affenzahn, ey. Kannst du nicht aussehen. Guck dir das mal an, Alter. 100 Meter jetzt. Jetzt habe ich einen Bremsweg hier gerade von 120 Metern gehabt. Das ist doch kacke. Ich sage dir, wie es ist, Alter. Das ist nicht so nice. Was machen wir denn jetzt? Ach komm. So, ich jig den jetzt einfach ran hier. Über Grund 130 Meter. So, komm, absinken. Jawohl, Bewegung in Grundnähe. Und den jigge ich jetzt einfach ran. Zack. Bewegung in Grundnähe. Genau, Jigführung läuft. Auch eine Idee, oder? Auch eine Idee. Einfach mal. Vielleicht geht das ja. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Das ist ja quasi wie schleppen, ne, wie jiggen, auswerfen, die ganze Zeit wegsliden. Da muss man nämlich nicht volles Met auswerfen, was ja mehr Verschleiß kostet, sondern man in voller Fahrt einfach aufstehen, der Motor geht aus, das Boot schießt raketenmäßig noch über die Wellen, locker ausgeworfen. Und dann hast du hier schön 130 Meter auf Jig. Auf Jigführung locker über den Grund. Huh. Kann man mal testen. Vielleicht am 34er. Wobei, klappt ja auch so. Shit happens, Alter. Einfach machen. 34er eben runterlassen, zack, bis. Da braucht man, glaube ich, so einen Spöks gar nicht, ey.
Aber so mit Flying Colorick oder sowas. Oder ein bisschen dickeren Brocken. Naja. So, ich ziehe jetzt hier erstmal ein bisschen durch. Und fange jetzt hier nochmal an mit dem Pilken. Ich bin gespannt, ob in der Nacht was geht. Ich bin auch gespannt, ob überhaupt was reingeht jetzt mit den riesengroßen 10-0er Haken. Vielleicht ist es auch komplett übertrieben und komplett durch überhaupt mit den Dingern rumzuhantieren. Aber komplett durch, wie gerade schon gesagt, der God of Drunken hat damit schon ein paar Trophies gefangen mit diesem komplett übertriebenen Haken. Und auf komplett übertrieben, da stehe ich ja drauf, Alter. Da kann man mal machen. Und zwar oben am, 75er waren die letzten Meldungen von ihm. Ja, müssen wir also mal gucken. Wie gesagt, ich teste jetzt noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal, ob da noch was Dickes reingeht. Und ansonsten gucken wir gleich einfach mal ins Café bzw. ins U-Boot, was das denn so kohlemäßig hier gebracht hat. So, die Nacht über war so einigermaßen Flaute. Ein paar kleine Fische sind jetzt noch reingegangen in der Nacht. Aber ansonsten hier tatsächlich auf diesen komplett übertriebenen 10-0er Haken. Ja, nochmal eine schlechtere Frequenz. Ob das the way to go ist? Vielleicht so in Richtung 8-0er Haken. Ich glaube, das ist komplett ausreichend. Und der Heringshai ist ja auch gar nicht so ganz gewaltig groß. Ne? 150 Kilo Trophy-Gewicht oder war es 140? Irgendwas so in dem Bereich. Also das ist auch noch absolut machbar. Jetzt teste ich gerade noch mal ein bisschen Schleppen. Also ich bin im Trollinggang und schleppe jetzt hier. Also 50 Meter ungefähr ausgeworfen. Dadurch haben wir dann hier unten stehen. Einmal natürlich Bewegung in Grundnähe und dann durch die Aktion eben hier noch starkes Pilken. Und auch da ist jetzt gerade ein kleiner Seewolf schon reingegangen. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob auch nicht hier das, ja, das starke Langziehen, das starke Schleppen, ob das nicht irgendwie noch triggert. Guck mal, da kommen hier zwei dicke, fette Brocken rein. Aber eher weiter oben, das könnten so Lump oder sowas, ist gerne so bei 30 Metern. Bitte nicht Lump, Steinköhler oder Köhler. Die wollen wir doch vielleicht eher nicht in dem Bereich. Und jetzt geht es hier nochmal in die Kurve. Jetzt müssen wir hier die Kante schon kriegen. So, und das war dann einmal wieder komplett zurück drüber fahren über das 41er. Ja, also wie gerade schon gesagt, Geduld auf jeden Fall mitnehmen. Ich bretter jetzt noch einmal rüber und dann gucken wir einfach mal in den Cacher, was das denn so an Cash gebracht hat. Ja, doch, also hier halte ich dann doch nochmal eben an. Biss reingegangen und dann auch noch mehrere große Spots gerade abgebildet. Wo sind wir hier? Ja, ein bisschen oberhalb der 41 und das ist eine Stelle, die regelmäßig immer mal wieder auch ganz gut funktioniert. Okay, hier ist gerade der Köhler, den wollen wir natürlich nicht, aber ich werfe direkt nochmal aus und pilke hier nochmal etwas weiter. Genau, dieser Bereich hier oberhalb der 41, bisschen rechts daneben, genau hier eigentlich diese Area, beziehungsweise so dieser Würfel hier, den kann man eigentlich immer mal wieder anwerfen. Oder wenn man halt gerade dahin treibt oder sowas, ist das, glaube ich, immer ganz nice. Hier teste ich jetzt gleich nochmal ein bisschen und dann würde ich sagen, gucken wir einfach nochmal in den Cacher rein, was sich denn hier so getan hat und wie viel denn jetzt dabei rumgekommen ist. Wir haben, ja, bisschen mehr jetzt als 2 Stunden auf dem Wasser verbracht und ich würde sagen, das reicht auch erstmal für das Ergebnis hier am 41er. Okay, kommen wir zum Ergebnis. Letzter kleiner Fisch hier dran, auf jeden Fall Makrele. Makrele auf 10-0er Haken. Also ich werde auf jeden Fall die Hakengröße nochmal ändern auf 8-0er Haken. Ich denke, das ist ausreichend. 10-0er, na, ich glaube, man sieht es auch so ungefähr. Das ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben, zumal der Zielfisch ja eigentlich nur ein kleiner 150 Kilo Heringshai ist. Aber wir gucken mal eben rein in den Fischmarkt. Und das sieht auch jetzt hier nach knapp 2,5 Stunden doch ganz gut aus. Wir sortieren nach Preisen. Bäm, bäm, bäm. Haifisch, 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 Haifisch. Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Also, Heringshai, 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 Heringshai. Das ist doch ganz cool. Hatte ich auch noch nicht. Kann man machen. Doggerschabbe übrigens auch hier am 41er, gleicher Köder. Königskrabbe auch. Schwarzfisch war vor 2 Stunden woanders, war am 120er.
Aber es sieht auch gut aus. 1400 Silber, das ist ja quasi Punktlandung. Kratsching. Und ich habe die 100.000 mal wieder geknackt. Das ist gut. Und damit kann man doch dann jetzt entspannt in das nächste Gewässer gehen. Hoffen wir doch mal, dass bald die Kois kommen. Ich habe 100.000 jetzt auf der hohen Kante. Alles, was jetzt drüber geht, spare ich natürlich trotzdem erstmal noch an, damit da so ein schöner Brocken entsteht, ein schöner Puffer. Und ja, dann kaufe ich mir dann damit Stück für Stück jetzt andere Sachen. Ich liebäugel gerade mit einer Ultralight-Stippe. Ich liebäugel gerade mit einer Medium-Light oder mit einer Medium-Hard-Ultima-Spinning nochmal. Und so weiter und so weiter. Ich liebäugel schon lange mit drei Winkelpickern, und zwar die Royal Winkelpicker. Also alles so Kleinigkeiten, wo man dann im Endgame sagt, ach komm, weißt du was, so ein bisschen kann ich nochmal mein Setup so ein bisschen mehr optimieren, so ein bisschen mehr Feinschliff reinmachen, so ein bisschen mehr spezialisieren für spezielle Angelarten. Also, ran hier, ab auf Hai. Hoppala, wo ist das Boot hinein? Ab auf Hai, dann holen wir uns nochmal zurück. Yep. Ah, hab. Und da gucken wir mal, ob hier nicht noch ein paar Haie reingehen. Ne? Heringshai am 41er. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.